tun wir zulassen, was sie zu sagen hat. Ich lasse sie schon ausreden. Ich wollte nur, dass sie sagt, dass sie eine Militärdiktatur errichten will. Ja, was? Wenn ich sie, was ist mir, wenn ich sie dazu bringe? Sie will einen Militärputsch machen und sie sagt von einem anderen Bundesrat, er sei ein Arsch. Ja, vergiss es, macht sie eh nicht. Liebes Publikum daheim am Bildschirm, wir begrüßen Sie zu der letzten Ausgabe vom Patti Baser Talk vom Jahr 2020. 2020, was für ein Jahr? Was für ein Jahr? 2020, das Jahr, wo man die Autobahnvignette nicht rausgefahren hat. Das Jahr, wo die Eltern im Homeschooling herausgefunden haben, wieso die Lehrpersonen 12 Wochen Ferien brauchen. Das Jahr, wo nicht nur die Musiker den Blues haben. Das ist mein Flügelmann am guten Ton, Philipp Kuhn. Und mein Gast heute Abend ist die Verteidigungsministerin Viola Amherd. Ganz herzlich willkommen. Ja, merci. Schön sind Sie hier, Frau Amherd. Sie haben ja dieses Jahr alles richtig gemacht. Sie haben jede Vorlage von Ihnen elegant durchgebracht. Sie sind eigentlich die strahlende Gewinnerin von diesem doch sehr unlustigen Jahr. Man könnte sogar sagen, Sie sind die beliebteste Bundesrätin, wobei in diesem Jahr, muss man sagen, die am wenigsten unbeliebte Bundesrätin von der ganzen Schweiz. Was um Himmels Willen machen Sie da in einer Satire-Talkshow, um sich das Jahr dann gleich noch versauen auf den Schluss her? Sie könnten doch jetzt in wohlverdient Lockdown sich zurückziehen. Ja, ich habe mir es gut überlegt. Aber ich habe ja zugesagt, schon vor 3 Monaten. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht wird es Ende Jahr noch ein bisschen langweilig. Dann gehe ich doch einmal in den Talk. Jetzt im Moment ist es gar nicht langweilig. Im Gegenteil, wäre wieder eine ganz schwierige Situation. Aber ich wollte natürlich mein Wort nicht brechen gegenüber auch. Und wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr meiner Mitarbeiter ja gesagt, wenn ich nicht käme, würde ich auch das Herz brechen. Das wäre ja nicht schön. Das wäre unglaublich traurig, weil Sie als Verteidigungsminister müssen natürlich die Verantwortung für den Bevölkerungsschutz und zwar auch wirklich für jedes einzelne Individuum immer mittragen. Sie sind, wie gesagt, Vorsteherin vom VBS. Jetzt das Jahr auf einer Skala so von 1 bis 10. Wie froh sind Sie gewesen, sind Sie nicht Vorsteherin vom BAG? Und warum 12? Also ich bin natürlich im VBS dieses Jahr sehr gut bedient gewesen. Ich durfte die Armee mobilisieren. Das hat bis jetzt von mir kein Verteidigungsminister machen. Und hast du erst noch sinnvoll einsetzen, die Armeeangehörigen. Also ich würde sagen, ich bin extrem zufrieden in diesem Departement und wollte dieses Jahr nicht wechseln. Also Sie haben die Armee ja können mobilisieren, unter anderem wegen einer Pandemie. Haben Sie denn das persönlich bestellt in China? Ich habe es nicht persönlich bestellt. Und ehrlich gesagt, Sie lieber, haben es lobstellen. Lieber wäre ich mir reuen, wenn ich jetzt vielleicht könnte ich Ski fahren oder so etwas machen, ohne Pandemie. Aber immerhin hat es mir die Möglichkeit gegeben, zu zeigen, dass ich als Verteidigungsministerin die Leute aufbieten kann und die kommen dann euch. Das weiss man ja zum Voraus nie, ob das euch so ist. Ob sie auch folgen? Genau. Ich habe heute etwas gelernt. Sie müssen natürlich einfach im Chef der Armee einfach ein bisschen den Schmaus bringen. Weil Sie haben ja gesagt, wie sagt man es? Riem der Geuch, so die der euch. Ja, aber da in dem Fall stimmt jetzt das überhaupt nicht. Da muss ich gar nicht den Schmaus bringen. Da muss ich nur sagen, was ich will. Und das ist eben an diesem Departement und insbesondere an der Armee super. Wenn ich etwas sage, dann gibt es da nur eine Antwort und die ist verstanden. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe verstanden. Haben Sie denn überhaupt etwas Lustiges erlebt in diesem Jahr, außer dem Geburtstag von Uli Maurer? Den habe ich aber leider nicht erlebt. Nicht mal den? Nein, ich bin ja nicht im Parlament mehr. Sonst wäre ich schon, ich habe gar einen Kindergeburtstag. Und das hat mir schon gefallen, mit dem Ballon zu stehen. Und wenn der Ballon gefüllt ist mit virengeschwängerter Luft, hätten Sie vielleicht noch reingefüllt? Oder gerade mit Streumunition? Nein, weil ich hätte ganz sicher nicht drin gestochen. Weil das geht ein Knall. Und als Verteidigungsminister wäre ich natürlich schon wieder extrem an der Decke gereicht. Was ist los? Vielleicht war ja auch einfach Lachgas aus der Lanza in diesen Ballon. Darum haben sie so lustig gehabt. Das ist gut, Mäckli. Aber ich weiß aber gar nicht, ob es so lustig war. Ach. Ich habe nur ein Foto gesehen. Und gerade so wie die Riesenparty ist mir da nicht vorgekommen. Ja, es sind ja noch andere Sachen passiert, zum Glück, dieses Jahr. Wir haben
eine Mitarbeiterin von Ihnen auch mobilisiert. Sie ist vom Geheimdienst, sie ist die geheimste Mitarbeiterin überhaupt. Und sie wird uns einen kurzen Jahresrückblick präsentieren. Schauen wir mal auf den ersten Teil des Jahresrückblicks, zusammengefasst von Ihrer Mitarbeiterin, von der Frau Oberst, Rebecca Lindauer. Also, dann fasse ich für das Jahr mal das Wichtigste zusammen. Im Haus vis-à-vis ist der Nachbar ausgezogen. Im vierten Stock hat es den Oberholzer geputzt. Aber dafür hat es jetzt endlich eine neue Wäschmaschine gegeben. Dann haben sie den Grüsselturner von Macklingen eingelocht. In Kairo hat man eine alte Mumie ausgegraben und in den USA auch. Die Fasnacht hat endlich den gebührenden Respekt und den längst überfälligen Sendeplatz zur Primetime bekommen. Was war noch? Sind wir schon auf dem Mars gelandet? Ah, nein, genau, schau, die Virenfront, die war ja noch, oder? Für viele ein bisschen unangenehm. Du, ein paar Leute sind abgetaucht in den Grenzflüssen, um weiterhin im Deutschen raus können posten. Es hat aber auch Profiteure gegeben. Gerade zum Beispiel die junge norwegische Aktivistin da irgend aus dem Finnischen raus. Die ein bisschen aussieht wie die Wittmer Schlumpf mit Zöpfen. Die hat sich doch sicher schaurig gefreut. Hat den internationalen Flugverkehr komplett lahmgelegt. Fürs VBS ist das beste Jahr seit der Schlacht von Marignano. Endlich mal ein richtiger Ernstfall. Nicht nur einfach so ein bisschen Schneeschaufeln. Oberst Lindauer? Ja, Bazooka has landed. Der Warlord von Fischb, der ist bei den Basler. Verstanden? Bazooka, ist das Ihr Tarnname? Nein, also ich hatte zwar Bazooka gerne als Kind, mit denen man so gute Blättern machen. Aber ich habe keine... Sie dort erschrocken, wenn es geklopft hat? Haben Sie ihn gerade mobilisiert? Der hatte natürlich noch nicht so wichtige Funktion. Dann war das super, wenn es geklopft hat. Jetzt habe ich lieber, wenn es ein bisschen still bleibt. Wenn es ein bisschen chillt bleibt? Oder still bleibt, ist ja. Etwas, ist etwas Gleiches, das Neudeutsch. Passt zu chillen. Ja, also tun Sie auch mal chillen zwischendurch. Kann man das als Bundesrätin? Jawohl, das geht gut. Sobald das der mehrmal mobilisiert ist, läuft das und dann kann ich chillen. Dann können Sie Füße suchen, Warlord von Fisch, haben wir gehört. Also Brieg würde in der Stimme Brieg, oder genau. Ja, das machen wir so, oder? Für da wird man Verteidigungsministerin. Ja, sicher. Ich meine, das müssen auch seine Vorteile haben, so ein Posten. Das haben Sie ja gelernt, immer gerade ganz oben hin, oder? Sonst macht man es ja nicht. Wir haben gesehen, alte weiße Männer in den USA, Weinstein, Biden, Macklingen. Sie haben ja jetzt eine Initiative mitgegründet, um eigentlich die Bruderschaft von diesen alten weißen Männern im Sport ein bisschen zu brechen. Helvetia Rent heisst das. Was versprechen Sie sich da und was ist Ihre Funktion in dem Ganzen? Ja, meine Funktion ist die, dass ich da im Prinzip das Patronat halber noch das unterstütze. Das Matronat? Matronat, ja. Oh ja, das war jetzt eine Leide von Paxi. Merci. Da müssen Sie aufpassen mit dem Gendern, oder? Das ja, ich muss aufpassen, genau. Aber ihr Team macht ja sowieso Untertitel. Das könnt ihr dann auch korrigieren. Bei Ihnen müssen wir Untertitel, versteht sonst niemand. Das könnt ihr dann korrigieren, da bin ich froh. Aber ja, ich unterstütze das, dass Frauen auch im Sport wirklich eure bessere Sichtbarkeit bekommen, das muss ich besser behandeln, so wie eigentlich das in der Politik und überall nötig ist. Im Sport ist man vielleicht noch hinten dran, aber ich glaube, das ist extrem wichtig. Und Helvetia Rent, ich glaube, wenn man nachher die Männer da anschaut, die ihr da gezeigt habt, gute Magde, da den Frauen sowieso nicht mehr an. Ja, die Sichtbarkeit ist ja gar nicht so das Problem. Sichtbar sind sie ja schon, wenn sie dürfen einen drei Küsschen geben im Sieger von irgendeiner Sportveranstaltung. Sie werden einfach schlecht gezahlt, oder? Das ist doch das Problem. Schlecht gezahlt und die Funktion würde ich natürlich euch anpassen. Es wäre doch euch einmal schön umgekehrt. Frauen vom Podest und Männer, die Medaillen verteilen mit drei Küsschen. Warum nicht? Ich denke, da hätten wir noch ein riesiges Potenzial. Wobei, es ist, man müsste die Männer dann noch schulen. Damit mit Krise. Ja, das gleich gut aussieht und funktioniert. Und im Moment ist es sowieso ein schwierig mit Corona, das mit dem Küssen. Gut, mehr virtuell. Aber dafür hat jetzt die Männer Zeit, ein zu üben, an so einer Plexiglasscheibe, oder? Ja, warum nicht? Da kannst du nicht viel kaputt machen. Jetzt, der Kuschelkurs ist ja eher weniger im Bundesrat selber jetzt für mich als einfache Bürgerin.
Ich stelle mir das ja so vor, wenn Sie die täglichen drei Bundesratssitzungen haben, jetzt in Krisenzeiten, wie das so läuft bei Ihnen. Und eigentlich haben wir Sie ja nur eingeladen, weil wir wissen wollen, wie läuft das wirklich in diesem Bundesratszimmer. Also ist das, wie man sich vorstellt, links der Papa Alain, der sagt, ich gönne Corona, und Mama Simonetta, die sagt, es muss einen Ruck geben. Und rechts ist irgendwo der Onkel Guy, der sagt, Gemisère. Und der CEO Ignazio, der sagt, Gemiseria. Und Tante Karin, die sagt, Geld, und der Onkel Uli, der sagt, keine Lust. Und in der Mitte die Frau Amherd, die sagt, kommen wir mal alle ein bisschen Brie, oder? Chill the base. Chill the base. Komm, ein bisschen Brie kann. Also, ich kann auch nicht mehr erzählen, als das ihr jetzt gesagt habt. Ich frage mich langsam, ob ihr ihrem Nachrichtendienst arbeitet. Ja, wir haben die Oberst Lindauer. Der hat die auch so gut gebrieft. Also, ihr habt das perfekt dargestellt, wie das im Bundesrat läuft. Das ist hätte ich nie gedacht, dass ihr das so gut bringen könnt. Und für Sie ist es ja ein riesiger Stress. Sie müssen immer hin und her rennen. Oder? Wir haben Sie jetzt hier am Flügel platziert, aber Sie müssen ja von Flügel zu Flügel hin. Eben, Helvetia rennt. Und Sie können mit dem Gewicht der ganzen Armee können Sie ja die linke Seite nicht schwer machen, weil Sie haben vier Bürgerliche, zwei Linke. Und das Zünglein funktioniert nicht, oder? Also es funktioniert von mir aus super im Bundesrat. Das ist aber nicht immer das Rechts-Links-Schema. Man soll nicht immer die Armee aufbieten, was ab und zu Sie vorkommt. Sie müssen nicht immer die Armee aufbieten, nein, für den Bundesrat. Das geht ganz gut. Nicht jedes Mal, nicht aber immer, zwischendurch nein. Schon. Und was natürlich super ist, dass sich im Bundesrat ab und zu die Frauenmehrheit durchsetzt. Und das heisst doch schon etwas. Wer ist die Frauenmehrheit? Eben die drei Frauen von diesen sieben. Okay. Oh, okay. Aber jetzt gerade eben Sie von der Mitte-Partei. Oft muss sich ja Ihre Partei einfach wirklich entscheiden. Und wir üben jetzt das ein bisschen mit Ihnen, dass Sie das auch nächstes Jahr noch können. Entweder oder. Mittelmeer oder Ständemeer? Mittelmeer. CVP oder Mitte? Mitte. Sitte oder Bitch? Sitte. Gut, im Wallis hast du ja einen Weg Sitte zerfallen, oder sind immer ein bisschen Erdbeben dort? Ich hätte es natürlich als Sportministerin geredet, FC Sitte, das ist klar. Innerschwitzer oder Ausserschwitzer? Walliser. An der Front perdu oder enfant perdu? An der Front perdu. Apropos enfant perdu, sind Sie für oder gegen den Marsch fürs Leben? Ja, der Marsch fürs Leben ist immer gut, es kommt darauf an, wählen. 50 Kilometer? 50 Kilometer, ja. Zuschauen, ja. Okay. Fondant oder Fondue? Fondue. Grossmutter abkratzen oder Risikogruppe schützen? Risikogruppe schützen. Moitié-moitié oder Mission Impossible? Moitié-moitié. Warum? Ja, weil es mit der Partie. Ah. Und weil für Sie kein Mission Impossible ist. Ja, das stimmt. Büffel oder Kampfkuh? Kampfkuh. Blocher oder Martullo? Martullo Blocher. Freisinger oder Corona? Ja, da muss ich lange überlegen. Wir lassen es offen. Mit Corona oder an Corona? An Corona. Mit Holz oder am Herd? Mit Holz. Das ist beides ein tragisches Frauenschicksal vom Wallis, oder? Am Herd, mit Holz, in der Hütte oder vor der Hütte. Ja, mit Holz. Sie schaffen es ja, ein ganzes Dorf umzusiedeln. Ein ganzes Dorf. 10 Jahre lang haben Sie Zeit dafür. Ein Dorf mit vorwiegend alten Leuten, 170 Einwohner. Ich meine, das schaffen wir in 2 Tagen in Corona-Zeiten. Ja, nein, wir wollen schon, da müssen wir mit Empathie reingehen und auch diesen Leuten ein paar Möglichkeiten aufzeigen, dass sie weiterleben können. Und da hat es junge Familien, hat es Büro und so weiter. Also die Zeit, die wir haben, ist sicher nachher da, eine gute Lesung zu finden. Und wenn es bis dann das Munitionsdepot mal in die Luft jagt? Das wird es bis dann nicht in die Luft jagen, nach allen Vorkehren, die wir getroffen haben. Garantie kann niemand geben, aber wir haben so viele Vorsichtsmaßnahmen schon installiert, mit Frühwarnsystemen und so weiter. Also die Leute sind im Moment da sicher, auch die Strasse, die durchgeht, und selbstverständlich auch der Zug, der daneben vorbeifährt. Also das BAG könnte ein bisschen bei Ihnen, beim VBS, etwas lernen. Schutzmaßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen. Man kann keine Garantie geben, aber man tut um jedes Leben kämpfen.
Ja, also vom VBS können alle lernen. Das Frühwarnsystem, wie funktioniert denn das? Ist das ein Countdown? 10, 9, 8, 7, 6? Ja, nein. Da sind Sensoren drin, die Luftfeuchtigkeit messen, Erschütterungen messen, Temperatur messen. Und die Sensoren sind die gleichen, die im Bundesratszimmer die Luftfeuchtigkeit messen und Erschütterungen und uns eben sagen, wie es so zugeht. Bei diesen Sitzungen. Wahrscheinlich so wie die Wanze, die ihr hier installiert habt. Nur ein Seismograph, das reicht schon. Ah, das reicht gut. Das reicht schon. Man merkt, wenn es ein bisschen gewackelt und wenn es ein bisschen heiss wird, die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher wird, dann wissen wir. So, jetzt hat Uli wieder gesagt, keine Lust. Wir hatten ja noch andere Schlagzeilen dieses Jahr. Auf dünnem Eis. Dramatischer Einbruch der Zuschauerzahlen der Eishockey-WM. Ja, die haben offenbar so wenig Tickets verkauft, dass sie gerade ganz abgesagt haben. Sans Papier. Hunderte Menschen stehen an für WC-Papier. Es sind sogar tausende Sans Papier angestanden für Nahrungsmittelpakete in Genf während dem Lockdown. Das ist Satire, das ist nicht lustig, aber wahr. Den Kopf verloren. Haben Supermärkte die Dublerprodukte unüberlegt entfernt? Ja, das ist eine Frage, Frau Amherd. Wie sagen Sie im Wallis in diesen Schoki-Eiweiss-Schaum-Süsspeisen auf Waffelboden? Wir haben natürlich auch lange immer gesagt, Mordkopf, aber jetzt sind so mit uns Schokokiss. Schokokiss? Ja. Das ist immerhin noch schöner als Schokokuss. Aber Sie hätten ja die Möglichkeit, das auch tierisch zu benennen, zum Beispiel Schwarznasenschaf. Wobei, die sind ja wahnsinnig lockig, oder? Und so ein Grind ist ja total kahl. Ich würde in Ihrem Fall sagen, sagen Sie doch dem Teil Süssli. Nein, das ist nicht. Das ist von mir aus zu wenig charakteristisch. Für das Süssli? Für die Speise. Ah, für die Speise. Ist er nicht so süß oder hat er nicht so viel Schaum im Kopf? Er hat nicht Schaum im Kopf, er hat sonst viel im Kopf. Und da bin ich also sehr froh drum. Ja, Sie sind wirklich eine Prophetin. Sie haben im letzten September ihn eingesetzt als Chef der Armee. Und er ist ja militärisch das, was man sonst nicht so ernst nimmt, ist ein Sanitäter. Aber jetzt im Moment, wie in der Pandemie, ist das natürlich super. Und er ist ein ehemaliger Banker von der UBS. Also er weiß, wie man zig Milliarden Staatsgelder verlochert. Also er war jetzt nur Teilzeit nur für die Armee zuständig. Die andere Hälfte der Zeit war er im EFD entlehnt und hat da auch seine Tipps gegeben. Das ist natürlich genau das, was wir mit der Armee hinwollen. Multifunktional, hybrid. Das ist die Zukunft. Und das hat er jetzt hier in diesem Fall schon verkörpern und euch zeigen. Also Sie können das BAG übernehmen, das Finanzdepartement machen Sie in diesem Fall einen Weg schon. Wieso sind Sie nicht Frau Merkel von der Schweiz? Die anderen sechs braucht es gar nicht. Das frage ich mich auch schon lange. Aber gut, wir könnten mal das abpacken und schauen, wie wir das System umbauen können. Ist denn das VBS nicht meistens so ein bisschen der Trostpreis? Bis jetzt war offenbar. Aber ich glaube, wenn man jetzt das anschaut, wie das läuft jetzt, müsste man eigentlich sagen, jetzt gross los. Es ist falsch gefragt. Bis jetzt waren einfach Trostpreise VBS-Vorsteher. Und jetzt haben wir hier den Hauptpreis. Das ist die Frau, die jetzt schon im Finanzdepartement ihren Armeechef schickt, um ihm Uli ein bisschen Nachhilfe zu geben, die das BAG infiltriert. Und nächstes Jahr ist wahrscheinlich der Militärputsch dran. Nein, ich werde die nicht putschen. Ich glaube, die geben das alles freiwillig ab. Weil sie sehen, wie gut das läuft unter dem Kommando der Armee. Also wir werden da keine Gewalt anwenden. Sie denken, wir würden uns Freiwilliger geben. So quasi in vorauseilendem Gehorsam Kapitulation. Sehr schön. Wir schauen gerade, was die Frau Oberst Rebecca Lindauer dazu meint. Wir haben einen weiteren Jahresrückblick direkt aus dem Telegrafenbüro. Ja, also wichtiger als ein Jahresrückblick ist jetzt die Frage, welchen Kampfjet wir uns kaufen sollen. Auf Deutsch gesagt, bei wem wollen wir uns jetzt einschleimen? Am besten wäre natürlich gewesen, wir hätten dazu mal den Grippen genommen. Dann hätten wir jetzt ganz sicher auch kein Corona. Also, da wäre einerseits der Abfall aus Frankreich. Jetzt weiss natürlich jeder, dass man mit diesen französischen Autos nur Lampen hat. Und das ist bei den Flugzeugen nicht anders. Beim Eurofighter Typhoon auch ein zweistrahliges Mehrzweck-Kampfflugzeug in Canard-Delta-Konfiguration. Genau wie der Grippen. Da hätte doch der Cassis hure Freude, oder? Dann würden sie ihn in Brüssel vielleicht mal ernst nehmen. Ja, dann hast du aber nachher das Problem, dass der Typhoon aus Grätzenbach den Namen Eurofighter missversteht. Der Eurofighter ist aus dem 94. Da war der Villiger noch Vorsteher des VBS und hat an der Langstrasse Kryptocodes verdient.
Dann wäre noch die Weiterentwicklung vom F-18. Der F-18, super Hornet. Ich wäre einfach allgemein ein bisschen vorsichtig bei Updates vom Hersteller Boeing. Also bleibt einfach noch der F-35 von Lockheed Martin. Und wenn der Lockheed dann abstürzt, dann ist es eben ein Lockdown. Es ist aber der einzige Flüger aus der 5. Generation. So ein heisses Gerät aus so einer Mehrgenerationenstrategie schlägt eben auch noch in den Krisenprofit raus. Und dann kann der auch noch senkrecht starten. Das wäre der Überflüger vom Jahr. Der ist zwar der teuerste, aber jetzt, wo wir ja dank Corona kein Geld mehr ausgeben für Kultur, merkt doch das niemand. Und die Pensionskassen, die haben doch auch hohe Freude. An so einer exponentiellen Wachstumskurve bei den Rüstungskonzernen. Ja, aber am Schluss nehmen wir dann halt vielleicht gleich den Franzosen, gell? Ich meine, das Jahr müssen wir halt alle dort und da mal einen Abstrich machen. Ja, müssen Sie diesen Weg Abstrich machen, dass Sie tatsächlich den Franzosen kaufen? Ja, das tun wir. Jetzt schauen, also die Frau Oberst im Generalstab, wenn ich gehört habe, hat schon ein Problem angesprochen, das wir gut müssen anschauen. Sie gesagt, Franzosenauto, mit denen haben wir nur Misere. Das heisst, früher hat immer geheissen, die rosten. Und die Frage, ob jetzt einer von diesen Fliegen rostet oder nicht, ist eines der Hauptkriterien. Und jetzt, je nachdem, wie der Franzose da abschneidet, nehmen wir noch den trotzdem oder nicht. Aber einfach eines, was schon quasi rostig kommt, das können wir nicht nehmen. Das geht nicht. Aber wir die alle nach den gleichen Kriterien anschauen und das, was am wenigsten das Risiko hat, dass schon im ersten Jahr eben ein Rosthaufen ist, das nehmen wir. Ja, Sie haben ja einen Weg ein Problem mit Korrosionsschäden, oder? Sie haben ja auch Mörser, die nicht funktionieren, wenn Feuchtigkeit reinkommt. Sie müssen halt die Sachen gut verstecken, wie der Uli damals. Schön in Schärme tun. Und wenn man es nicht findet, macht es auch nicht. Wir brauchen es ja einen Weg nicht. Gut, der Mörser, das ist natürlich nicht wegen der Korrosion. Der ist schon von Anfang an nicht gegangen. Und warum haben Sie ihn dann gekauft? Ja, der gekauft. Wir haben den bestellt, das heisst, der ist schon lange bestellt und hat natürlich schon super getan, wenn man den bestellt hat. Gerechter funktioniert. Leider ist es jetzt nicht so, aber wir sind am Aufholen. Irgendwie bringen wir euch das her, dass der funktioniert, bevor er korrodiert. Sie haben ja gesagt, leichte Flugzeuge und Drohnen, das geht überhaupt nicht. Die können nur tief fliegen, oder? Die schaffen es nicht einmal über die Alpen vom Wallis. Natürlich brauchen sie Flüger, die vor allem hoch fliegen können, weil in den Horizontalen gibt es ja nicht so viel zu überfliegen. In der Schweiz haben Sie darum den Claude Nicollier in Ihren Beraterstab geholt? Ja, selbstverständlich. Der Claude Nicollier kann man wirklich als Senkrechtstarter anschauen. Er ist mit der Rakete die Credit im Brief. Und weil wir Flugzeuge müssen haben, auch schnell, ganz hoch gehen, obstig im Brief gehen, ist er natürlich der perfekte Berater gewesen. Er hat das genau beurteilen und hat dann gesagt, jawohl, wir brauchen die schnellen Starken, sonst haben wir überhaupt keine Chance. Wie hoch wollen Sie denn noch, Frau Amherd? Ja, die Höhe ist unlimitiert. Also es wäre falsch, wenn man sich da Grenzen setzte. Da kommt man gar nicht an den Boden. Ja, Sky is not the limit, oder? Mindestens Welt. Man muss gegen oben auch offen sein, wenn man etwas erreichen will. Und sonst ist es schade, bleibt man am Boden. Und haben Sie immer noch einen direkten oder eben indirekt, im Katholizismus haben wir einen indirekten Draht gegen oben? Sie sagen ja, gegen oben ist unlimitiert. Selbstverständlich. Können Sie beichten? Hat jemand so viel Zeit als Pfarrer? Also ich könnte schon beichten, wenn es nötig wäre. Aber wenn ich nichts zu beichten habe, kann ich nicht gehen. Ich kann nicht in einen Beichtstuhl gehen und alleine gehen, nur für das ich etwas zu beichten habe. Also die Bundesrätin, also so ergibt, die möchte so sich das einfach nicht übernehmen, haben Sie natürlich gar nichts zu beichten, das verstehen wir. Also Sie sind ja in den konservativen Kreis ein bisschen an den Karren gefahren, weil Sie für die Fristenlösung sind, weil Sie die ganze LGBTIQ-Diskussion Ehe für alle, da sind Sie immer sehr progressiv gewesen. Was halten Sie überhaupt noch in der CVP? Ist einfach das die einzige Partei, wo man im Wallis überhaupt Politik machen kann? Nein. Also ich sage dir, die CVP ist eine offene Partei. Nicht alle in der Partei. Aber das ist die Stärke von der Mitte, dass wir verschiedene Möglichkeiten da haben. Und ich bin immer in dem Sinne in der Partei, ich würde nicht sagen, nicht einmal sagen, progressiv, liberal gewesen. Und daran hat es andere. Ich bin da Gott sei Dank nicht alleine gewesen. Nein, ich frage nur den direkten Draht nach oben. Simonetta Sommaruga hat letztens gesagt, sie hätte jetzt vor allem auch wegen dem Krisenjahr, weil wir europäisch zusammenarbeiten müssen, die Handynummern von allen wichtigen Regierungschefs im europäischen Umfeld und natürlich auch Putin, Orban, Trump, Biden usw.
Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie denn, wir haben vorhin die Annegret Kramp-Karrenbauer gesehen. Haben Sie da auch die Handynummer? Nein, ich habe von diesen Verteidigungsministerinnen und Ministern nicht die Handynummer. Wir sind direkt über ein Netz ständig verbunden. Also das sieht man jetzt nicht gut. Aber ich habe so wirklich einen Knopf im Ohr, ziemlich wie die. Und da kann ich jederzeit, mit welchem das ich will, mit Kontakt aufnehmen und gegenseitig gehen. Also wir sind da schon weiter natürlich mit der Technologie, die in unserer Rüstungsindustrie kommt. Ist das Bill Gates oder Apple? Das ist ein Eigenprodukt. Ich habe Apple, Lonza. Ich habe Apple, ein Apple-Uhr gehabt, aber die habe ich jetzt nicht mehr angelegt, weil es einfach zu gefährlich ist wegen dem Ablosen. Und jetzt gehe ich nur noch über das System. Aber man hat gehört, Ihr Handy, wo Sie die Vorsteherin sind vom Schweizerischen Geheimdienst, Ihr Handy sei unverschlüsselt. Das ist nicht nötig bei Ihnen, oder? Sie schreiben einfach den Walliser-Deutsch. Ja, also das ist sicher schon mal eine gute Massnahme. Aber mein Handy braucht nicht verschlüsselt sein. Es gibt ein anderes Handy, das wir alle haben, ist verschlüsselt. Wenn es nötig ist, brauchen wir das. Und ja, Sandra, wenn ich die aber vor allem Sachen darüber mache, wie Termine abmachen und so weiter, da braucht es keine Verschlüsselung. Das ist also nicht das Problem. Es ist ja gut, wenn die wollen ablösen, sich mit diesen unwichtigen Dingen befassend, vielleicht anlösend und bist auf alles, die etwas verstanden, geht es schon einen Moment, dessen schon Beschäftigte und geht nicht auf die wichtigen Sachen los. In dieser Zeit greifen sie von hinten an oder gerade von beiden Flanken, dass man sich freiwillig ergibt und kapituliert. Genau. Wie erklären Sie, dass Sie so viel CO2 rauslassen und so Flugzeuge haben, die schon so graue Energie natürlich haben, schon wahnsinnig viel CO2 verbraucht, bis sie nur gebaut worden sind? Ich denke, das Mädchen da in unserem hohen Orden, wenn das sieht, wie wenig CO2, dass die Flugzeuge, sage jetzt meine, in der ganzen Schweiz. Ja, das ist konsistent, oder? Jetzt machen wir so weiter. In der ganzen Schweiz ausstoßen im Vergleich zum Rest, das ist minimal. Das sind unter 1%. Also das ist sozusagen nichts. Und wir sind natürlich jetzt dran, ich will ja die Armee reformieren, auch im Sinne von ökologischer. Wir sind auch dran, jetzt zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten mit Biofuel oder noch besser mit synthetischem Treibstoff, den man produzieren kann, der dann CO2-neutral ist. Die Lonza kann produzieren? Die würde das sicher auch produzieren. Die hätte die Fähigkeiten schon. Dann wären wir wieder schön im Also die Ausserschweiz brauchen sie eigentlich nur noch zum Überfliegen. Der Rest wird alles im Wallis hergestellt, produziert und das Geld fließt dann dorthin. Wie erklären Sie das rein moralisch jemandem, dass wir so viel Geld in die Rüstung stecken, aber offenbar zu wenig Geld haben, für, dass man schon vorsorglich die Spitäler aufdatiert hat, dass man auch, das war ein Versorgungsengpass, zum Beispiel mit Masken, die durchaus auch im VBS drin war. Wie erklären Sie das zu jemandem? Also der Engpass mit den Masken, das war überhaupt nicht eine Frage von Geld. Es hat nicht an den Finanzen gefehlt. Es hat daran gefehlt, dass man die Vorräte nicht hatte. Sie haben ja auch eine logistische Herausforderung vor sich. Die Armee muss die ganzen Impfdosen verteilen. Genau. Wobei, so schwierig ist es gar nicht. Es wird natürlich gar niemand impfen. Ja, ich hoffe schon, dass die Schicht Leute impfen lassen. Es ist so, wie kein Impfzwang, wird niemand zwingen, sich zu impfen. Das ist auch richtig so. Das ist ein persönlicher Entscheid, den jeder Mensch selber treffen muss. Ja, aber Sie jetzt als zukünftige Alleinherrscherin von einer Militärdiktatur, Sie könnten natürlich die Impfdosen oder die Spritzen gerade direkt in Ihren Kampfflugis rein tun und nachher einfach mal das Land überfliegen und den Leuten das gerade in den Hintern hauen. Ja, also wir haben verschiedene Varianten überprüft. Eigentlich sind ja die Kantonen zuständig, für die Impfungen zu machen. Aber da ich nicht nur Verteidigungsministerin bin, sondern auch Sportministerin, haben wir jetzt auch mit dem Schweizerischen Dartverband Kontakt aufgenommen. Also die sind ja gewohnte, gezielt Spitzen zu schiessen. Und das wäre natürlich auch möglich dann mit den Spritzen. Und wem würden Sie am liebsten das zuerst? Das geht natürlich dann schneller, dann müssen wir nur so eine Reihe aufstellen. Das wäre noch. Da sind wir dran, das aufzubauen. Und wem würden Sie zuerst am liebsten so eine Dartpfeil in die hinteren Backen nehmen? Also zuerst eben der Risikogruppe. Also die über 70-Jährigen, die jetzt gefeiert haben, oder? Ja, die über 70-Jährigen gehören zur Risikogruppe. Das ist klar genug. Wir müssen, glaube ich, noch mal einen Jahresrückblick anschauen. Genau. Frau Oberst Rebecca Lindauer. Fürs VBS ist das Jahr genau das eingetroffen, was wir immer proben.
Der Ernstfall. Wir haben ja 8'000 Soldaten zur Unterstützung des Grenzwachtkorps und dem Gesundheitswesen mobilisiert. Ja gut, wir haben ca. 80 nach Kreuzlingen geschickt. Der Rest ist mit meiner Cumulus-Karte in der ganzen Schweiz gegen Trockenfutter und Büchsravioli zusammenkaufen fürs Rödui. Und das weisse Gold rekurrieren, wo wir vergebens Davos eingelagert haben. Jetzt, wo ja die grossen Geschäfte in Singapur gemacht werden. Die Strategien haben wir in der Bundesoberstdirektion Lindauer und Viola, kurz Bodluf, entwickelt. Man muss ja wissen, dass unsere Viola nach dem Latin-Gymnasium am Spiritus Sanctus in Brieg ein Stipendium von Oerlikon Bürle bekommen hat und dann undercover mit einem Bananendampfer in Amazonas gereist ist. Mit Blasrohr und Giftpfeil hat sie dann exotische Vögel erledigt und die auf dem Schwarzmarkt von Caracas für eine Handvoll Dollar verkauft. Aus dieser Zeit stammt eben auch ihre Begeisterung für den Bruno Manser und ihre Vorliebe für die Bodenluftverteidigung. Zurück im Wallis hat sie dann die Beziehung zur heimischen Kultur wieder aufbauen und hat darum ein paar Jahre zusammen mit dem jungen Art Furrer am Skilift auf der Fiescher Alp gearbeitet. Beim Bügelgehen hat sie von der ahnungslosen Kundschaft so einige Informationen abgefischt und hat so in Fiesch die ersten Fische von der Oberwalliser Bevölkerung angelegt. Der Rest ist Geschichte. Ja, haben Sie sich wiedererkannt? Ja, direkt. Und eben das, was ich da mit dem Art Furrer mit dem Bügelgehen gelernt habe, das war unglaublich. Und das nützt mir jetzt hier natürlich in all meiner Arbeit. Ich meine, wenn so ein Bügel kommt, der kann man so oder so gehen. Man kann ein bisschen Anlieb von Della Cedra. Man kann auch schön unter den Arsch gehen, so wie man selten. Man kann auch daneben gehen. Also da lernt man alle Tipps und Tricks, die man braucht, wenn man natürlich so eine Diktatur auf lange Frist nachhaltig für euch ein schönes Wort zu brauchen. Würde aber behalten. Auch wieder für das Kollegialprinzip vom Bundesrat sprechen. Sie haben schon mit jedem Arsch zusammen geschafft. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen grob gesagt. Haben Sie denn auch im Wallis mit der indigenen Bevölkerung im Lötschental so Erfahrungen gemacht mit Giftfrösch und Blasrohr? Ja, also der Kürz-Lötschental ist ja für uns einen eigenen Kanton. Weil ich den Auftrag hatte, mit der Armeeapotheke Masken zu beschaffen, bin ich natürlich sofort ins Lötschental gesäckelt. Und habe gesagt, so, jetzt müsst ihr drauf, jetzt müsst ihr die Checkete machen. Da ist es ein bisschen länger gegangen. Und wenn ich mit dem ersten Modell zurückkomme, hat es geheißen, ja, nein, nicht das gemeint war. Dann wäre natürlich noch mal starten. Die Filterwirkung ist zwar nicht, aber die soziale Distanz, die hat man hergebracht mit diesen Checketen. Das ist kein Problem. Haben Sie noch einen Appell, Sie als zukünftige Herrscherin der Schweiz, haben Sie noch einen Appell an die Bevölkerung für das nächste Jahr? Ja, für das nächste Jahr. Ja, ich würde sagen, jetzt zuerst ein halbes Jahr müssen wir nur so weiterfahren wie bis jetzt. Müssen wir uns zusammenreissen. Und nachher, ich würde mal sagen, ab Juni können wir dann alles nachholen, was wir dieses Jahr darauf haben müssen verzichten. Und da gibt es natürlich den also die wirklich wollen, voll reingehen, die sind natürlich euch im Wallis herzlich willkommen. Ich würde sagen, die Armee die wird euch eine wichtige Rolle spielen in der Logistik, dass wir die Leute alle hierher bringen, die wollen, ihre Partys und Feste machen und sie euch wieder gesund zurückbringen. Das wäre in jedem Fall der zweite Ernstfall Einsatz, den die Armee glänzen könnte. Also da kann man gerade in den Ausgang mit dem Kampfjet? Ja, das ist, wir würden den Sammeltaxi machen. Und jedes wieder in seine Region zurückbringen. Und bis dorthin müssen wir einfach uns am Desinfektionsmittel berauschen und das ist sozial distanziert bleiben. Und einfach vielleicht noch eine Maske von der Jacke anlegen, dass wirklich die Distanz bleibt. Und ich glaube, da schaffen wir es, so weit zu kommen. Das ist doch ein wunderschöner Ausblick ins 21., der uns Hoffnung gibt. Und ein wunderschönes Schlusswort. Danke vielmals, Frau Amherd. Das war es mit dem letzten Patti Baser Talk vom Jahr 2020. Danke für die Beflügelung am linken Flügel Rebecca Lindauer, am rechten Flügel Philipp Kuhn und in der Mitte Viola Amherd. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie daheim, fliegen Sie gut über und vergessen Sie nicht das Motto vom 2021. Du vin, du pain, du parmelin. Und die Hure Wäschmaschine ist schon wieder kaputt.